Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying... Guten Morgen! Ja, Eliana ist schon fleißig am Brabbeln. Die ist hier auf ihrer Krabbeldecke. Geh, mein Schatz. Ja. Hier sieht es gerade chaotisch aus, weil wir gestern Besuch hatten, also bitte ignorieren. Ich koche hier gerade eine Süßkartoffel ab. Und zwar bereite ich gerade für Eliana Brei zu. Also wir haben jetzt schon länger keine Gläschen mehr gekauft. Deswegen mache ich das selbst. Ich habe mir auch extra so Behälter schon voll lange gekauft. Da werde ich die Sachen jetzt mal reinmachen. Die kann man sogar beschriften. Habe ich übrigens von Amazon. Das sind die von Philips Avent. Genau, da gibt es ja verschiedene Marken. Also ich habe jetzt einfach das genommen, weil ich habe alles von Philips. Und deswegen dachte ich, keine Ahnung, nehme ich das einfach. Ich habe mir da jetzt nicht großartig Gedanken gemacht. Viele haben mich schon gefragt, ob ich da mal ein Update geben kann zur Beikost, wie sie sich anstellt und so weiter. Ganz am Anfang haben wir ihr ja Milchbrei gegeben. Das haben viele falsch verstanden. Also es ist natürlich kein Milchbrei aus Kuhmilchbrei, sondern wir haben einfach, es gibt ja diese Gläschen mit Grießbrei, die sind auch ab dem vierten Monat. Und das haben wir verdünnt. Mit ihrer Prämilch, damit es für sie geschmacklich einfach nicht so ein krasser Unterschied ist. Und deswegen hat es ihr auch gut geschmeckt. Also wir haben einfach nur das hier gemischt. Wir haben einfach nur das hier gemischt mit diesem Gläschenbrei. An Gemüse habe ich jetzt Kartoffeln für sie gekocht und Süßkartoffel. Die Kartoffeln koche ich einfach ganz normal ab. Und da mache ich auch ein bisschen was von der Prämilch rein und halt heißes Wasser. So mache ich das. Genau. Und dann, damit da einfach ein bisschen Geschmack ist. Hallo, was hast du denn gerade gemacht? Hast du dich umgedreht? Jana ist echt schon fleißig am Krabbeln. Also sie krabbelt nicht richtig, aber sie kann sich hin und her drehen und robbt auch schon so ein bisschen nach vorne. Geh mal, Schatz! Also was sie auf jeden Fall schon fleißig kann, ist sich wenden. Also sie wendet sich von der einen Seite auf die andere. Aber sie kann noch nicht richtig sich fortbewegen. Also das, so weit ist sie noch nicht. Geh mal, Schatz! So weit bist du noch nicht, gell? Aber was ich immer krass finde, sie hebt ihre Beine immer so krass hoch und ihre Arme. Und es gibt ja so, und das macht sie wirklich, und das macht sie wirklich richtig oft. Und es gibt ja sogar Workouts, also für Erwachsene, wo man die Beine so nach in die Luft halten muss und die Arme. Und ich denke mir so, Alter, das ist so anstrengend. Und die macht das einfach so, gell? Du machst ein fleißiges Workout, machst du. Ja! Ja! So sieht das dann aus. Das probiere ich jetzt mal. Mhm. Das ist eine perfekte Konsistenz. So, Eliana hatte keine Lust mehr, alleine auf der Krabbeldecke zu sein, gell? So, jetzt machen wir zusammen den Brei. Also wie ihr den Brei zubereitet, den könnt ihr ja so machen, wie ihr Bock habt. Ich mache das halt so, wie es meine Mom mir empfohlen hat. Und da vertraue ich einfach, da vertraue ich drauf. Genau, das fülle ich dann jetzt einfach da um. Das sind jetzt übrigens 5 kleine Kartoffeln gewesen. Das waren kleine Kartoffeln. Okay? Okay, mein Schatz. Mach ich klein. Ja, guck. Lecker. Ich
bewegen. Ja, das ist langweilig, gell? Das ist langweilig. Weil viele mich darauf hingewiesen haben, dass es, dass ich sie dann auf keinen Fall einsitzen soll und sowas. Ich weiß, dass es nicht gesund ist, wenn man sie da die ganze Zeit drin lässt, aber sie ist da nur für kurze Zeit, für solche Momente zum Beispiel, wo ich ganz kurz beide Arme brauche. Gell, mein Schatz? Weil das ist so der einzige Ort, wo sie ruhig bleibt. Und dann schnalle ich sie da kurz an, dann mache ich kurz das Zeug hier und dann einfach damit ich es schnell erledigen kann. Ja, manchmal brauche ich halt einfach beide Arme oder wenn ich die Wäsche aufhänge oder so und sie halt gerade Aufmerksamkeit braucht, dann setze ich sie da rein, weil dann guckt sie halt voll gerne zu und das ist für mich dann einfacher, den Haushalt zu erledigen. So, dann haben wir das erledigt. Gläschen Nummer 2. Und jetzt mache ich noch die Süßkartoffel und das war's dann. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ich habe ihr ja nach dem vierten Monat, sagt man, angefangen Beikost zu geben. Ehrlich gesagt, habe ich das dann aber auch nicht so richtig durchgezogen. Also jetzt, wo ich halt auch für eine Weile erstmal zu Hause bin und sowas, kann ich das ganz gut machen, weil dadurch, also wenn man halt viel unterwegs ist und sowas, dann kann man das halt nicht so richtig durchziehen. Man muss da ja schon auf jeden Fall dranbleiben und ihr das richtig beibringen und sowas. Als wir auf den Philippinen waren, war ich ehrlich gesagt echt mega faul, weil also es war echt schwierig, weil wir halt viel unterwegs waren und dann habe ich das nicht so durchgezogen. Da hat sie dann hauptsächlich nur Milch bekommen und das war aber auch kein Problem, gell? Du warst halt einfach öfter wach nachts. Und das hier ist jetzt die Süßkartoffel. Ja. Mmh, lecker. Ich liebe Süßkartoffel. Ich würde es am liebsten selber essen, alles. Die Süßkartoffel habe ich nicht mit der Pränahrung gemischt, weil die ist eigentlich schon süß und schmeckt auch so ganz gut. Und deswegen habe ich es nur mit Wasser ein bisschen gemischt. So. Lecker. Und wenn die abgekühlt sind, dann kann man die einfach in den Gefrierfach. Ups. Oh. Ich weiß, Ben & Jerry's Paradies. Das hier ist übrigens meine Lieblingssorte. Das ist so geil. Pretzels Palooza. Und das ist auch richtig lecker. Das ist Peanut Butter and Cookies und vegan. Also richtig nice. Den Rest fülle ich einfach ein. Wir kochen jetzt gerade Mittagessen und zwar gibt es Brokkoli-Pasta mit Champignons noch, weil wir hatten das noch im Kühlschrank und ihr seht, unser Kühlschrank ist so gut wie leer. Wir haben wirklich nichts mehr. Genau, und das gibt es heute Mittag. Hallo! Kann ich hier jetzt einkaufen? Hat die Ehre, Eliana zu tragen. Die ist echt richtig schwer. Zum Glück gibt es hier diese Einkaufswegen, wo man... Ah, okay, man muss keine Münze reinmachen. Gut, danke. Genau. Und... Oh, Alter. Bin schwer. Ah. So. Nein, du. So, das sollte jetzt passen. Wir gehen natürlich Aldi. Ihr habt ja gesehen, bei uns gibt es zu Hause leider nichts mehr. Und traurig aber war, wir haben einen Grund, warum wir hierher gekommen sind. Ja, warte. Du, warte kurz hier, gell? Übrigens, das hier ist wirklich ihr Lieblingsspielzeug. Sie liebt das. Okay, die komische Maus. Sie liebt dieses Spielzeug hier. Das ist der Grund, warum wir hergekommen sind. Das ist so geil. Haben wir eigentlich für die Kinder gekauft an Halloween, aber da niemand mehr für Kinder. Ja, haben wir selbst gegessen und haben einfach festgestellt, das ist so geil. Das ist nämlich so Puffreis Schokolade mit Popping Candy. Richtig nice. Das ist erstmal eine komische Kombi. Ah, okay. Gut, danke.
Schaut mal, Leute, hier gibt es sogar Baklava. Wow. Aldi. Es geht bei euch, habt ihr türkische Mitarbeiter? Spaß. Wir haben es direkt gekauft. Ja, wir dachten uns geil. Müssen wir auf jeden Fall probieren. So, ganz schnell vorbei an der Süßigkeitenabteilung. Wir haben jetzt schon genug Süßigkeiten. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich probiere jetzt mal die Baklava. Bin mal gespannt, ob das auch so gut schmeckt. Na gut. Müssen wir auch mal Baklava probieren. Ist im Mund auch mal rar. Bitte. Juli und ich diskutieren immer, wer von uns Ungeziefer kann man es nennen, oder? Entfernen soll. Wie ihr sehen könnt, ist da eine Wanze oder ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall lebt es und Juli hat gesagt... Stellt eine Bedrohung für Eliana da. Ja, dann sollte der Vater dies auch entfernen. Warum der Vater, nicht die Mutter? Ja, weil du der Mann bist. Ja, siehst du, und ich sag, wenn ihr Frauen so dieses Rollenprinzip nee, ich habe kein Problem. Nee, aber nee, guck mal, ich sag jetzt mal was. Ich habe gar kein Problem, dieses Viech zu entfernen. Also ich habe wirklich kein Problem damit. Aber ich finde, du solltest lernen, das selber wegmachen zu können, weil es immer ich mache. Und warum mache ich das immer? Aber ich ekel mich davor. Ja, oh ja, aber du musst diesen Ekel überwinden, wenn du irgendwann mal Eliana retten willst vor solchen Viechern. Wenn es dann mal soweit ist und sie wirklich in Gefahr ist und ich als Einziger da bin, dass sie beschützen kann, dann ist das alles kein Problem. Bis dahin kannst du es machen, weil ich fühle mich unwohl. In einer Beziehung hilft man sich gegenseitig. Ah, okay. Ja, aber ich will dir helfen, ich will dir helfen, dein Ekel zu überwinden. Ja, ich habe schon versucht. In einer Beziehung hilft man sich gegenseitig. Ich habe das schon versucht, dann hast du das schon voll oft weggemacht. Nee. Aber der Ekel reduziert sich nicht durch die Häufigkeit vom Wegmachen. Das ist bei mir immer gleich. Das heißt, ich könnte das machen, ja, und wie? Weil ich es schon mal gemacht habe, aber ich ekel mich davor. Dann brauchst du mir nicht helfen, das zu verringern, den Ekel zu beseitigen. Ja, was kann ich dann für dich tun, um dir zu helfen bei dem Problem? Außer das wegzumachen? Was anderes geht nicht. Wir könnten auch Eliana beibringen, dass sie die Dinger isst, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Okay, toll, Eliana. Du bist super, gell? Du bist super, klasse. Muss die Mutter das immer wegmachen. Gell? Eliana lernt durch solche Aktionen eine starke Frau zu sein. Und das ist die Möglichkeit lasse ich dir. Ah, okay. Und was denkt sie von ihrem Vater? Ja, ihr Vater hat in dieser Sache nichts damit zu tun. Es geht einfach darum, dass sie sieht Frauen. Okay. Frauen können alles machen. Die Welt ist schön. Eliana lernt schon, die macht gerade schon mal richtig krasse Aussagen. Tell me something, kannst du mal kurz, bevor du anfängst zu singen, können wir das klären, bitte? Kannst du dann ein Duett machen? Nee, danke. Das ist schon voll die Qual, voll die Folter für Eliana, die kann ich direkt einfallen. In all the good times I feel myself longing for change. In all the bad times I feel myself. Bleib stark, kleine Maus. Ich bin bald zurück und befreie dich. Ja. Hallo, ich singe was Schönes vor. Ja, du kröchst aber wie ein Gorilla. In a shallow, you fall from the shallow now. Nice try, Eliana, aber ein bisschen üben musst du noch. Ich bin gerade im Wohnzimmer. Eliana schläft da schon und haben ein paar YouTube-Videos angeguckt. Morgen geht sie uns nach Berlin. Deswegen müssen wir später auf jeden Fall noch die Koffer packen. Aber es geht eigentlich schnell. Wir müssen ein Schlafzeug mitnehmen und ich muss noch ein extra Outfit quasi. Und das war's. Ja, das
deswegen, ja, wir verabschieden uns mal für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bye!